Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Pixel Road. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Minsk. In Weißrussland. Und das heutige Thema, passend zum Datum, ist Ostern. Osterbrauch. Woher kommt das? Beziehungsweise, was bedeutet das ursprünglich? Ihr kennt Ostern vielleicht als christliches Fest, an dem die Auferstehung Jesu gefeiert wird, denn vor 40 Tagen, also Ostern als erstes Mal, ist ja am ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang, genau, am ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang, nach dem kalendarischen Frühlingsanfang. Und deshalb ist es nicht jedes Jahr gleich. Aber das ursprüngliche Fest, von Naturvölkern begangen wurde früher, also das nannte sich Ostara, daher auch der Name Ostern, das war immer am 21. März. Das ist nämlich der Tag, an dem eben, genau wie am 21. September, Tag und Nacht gleich herrscht. Das heißt, der Tag und die Nacht sind gleich lang. Denn ihr wisst ja, im Winter sind die Tage kürzer und die Nächte länger und im Sommer umgekehrt, also die Nächte kürzer und die Tage länger. Und das sind eben genau die zwei Tage im Jahr, an denen der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Also das heißt genau, das ist natürlich nicht keine exakte Wissenschaft, ja. Ich bin zu schnell gefahren. Das sind Sekunden, Millisekunden Unterschied, also ganz gleich ist es nicht. Trotzdem. Auf jeden Fall glaubt ja, oder ist ja der Glaube an Jesu Auferstehung, der beruht ja darauf, dass Jesus eben gekreuzigt wurde und dann, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Tage später, 30? Ne, sind mehr. 40 Tage waren es, glaube ich, später. Muss Jana gleich mal nachschauen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Wann Jesus wurde gekreuzigt und 40 Tage später ist er, glaube ich, auferstanden. Ja, aber wie lang die ist? 40, ne? Sind 40. Ja, also habe ich doch recht gehabt. Ja, genau. Also 40 Tage, genau. Nach Jesu Kreuzigung soll er auferstanden sein. Und da feiern wir, wie gesagt, Ostern. Und das ist eine ganz witzige Geschichte, denn auch früher, also als das Fest noch heidnischen Ursprungs war, hat man da die Auferstehung gefeiert. Und zwar die Auferstehung der Natur, das Neuerwachen der Erde nach einem langen Winter. Ja, oder nach... Da war dann der erste Schnee meistens weg. Natürlich, es gibt auch immer noch... Im April schneit es manchmal auch noch. Aber so richtig liegen bleibt danach eigentlich nicht mehr viel. Und auf jeden Fall ist es ein Fruchtbarkeitsfest. Das sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass man den Hasen instrumentalisiert hat. Welches andere Tier auf der Welt macht so viele kleine Babys wie der Hase? Ich glaube keins. Doch Ratten sind ungefähr ähnlich. Also Nager generell. Genau, Fastenzeit, wie Jana gerade sagt, beginnt am Aschermittwoch bis Gründonnerstag. Und das sind wie gesagt 40 Tage. Genau, und das ist halt immer unter... Habt ihr das gesehen? Da stand die Polizei. Habt ihr das gesehen? Die haben kontrolliert. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben sie mich nicht rausgezogen. Ja, auf jeden Fall. Früher hat man an Ostern, also wie gesagt, als es noch ein heidnisches Fest war, sind die Bauern hergegangen und haben die sogenannte Feldweihe vollzogen. Das wird in manchen Teilen Deutschlands heute auch noch gemacht. Und da geht man her und... nimmt Weiden, Baumäste und verschiedene Kräuter, Pfefferminze und... Kann ich einfach durchfahren? Ja, ich kann einfach durchfahren. Okay, also ich bin jetzt aber weitergefahren. Pfefferminze, Schlüsselblumen und verschiedene andere Sachen und wirft die in alle Himmelsrichtungen, um für... 8% Schaden, habt ihr das gesehen? Um für gutes Wetter bzw. Ertragreiche Ernten zu beten. Beten ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr versteht schon. Also man bat die Naturgottheiten darum, ja, dass man eben, dass die die Ernte beschützten bzw. einfach auch natürlich viel Ertrag brachten.
Genau, Ostara ist der Name auch der germanischen Frühlingsgöttin und das bedeutet ursprünglich, also genau übersetzt bedeutet es die Morgenröte. Daher kommt ja auch Osten zum Beispiel. Genau, im Osten geht die Sonne auf. So weiter, ihr gewiss. Ja, auf jeden Fall, genau, auch Orient, also auch das kommt daher. Das alles hat diesen Wortursprung. Ja, und um nochmal auf die christliche Sicht zurückzukommen, zum Beispiel auch so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel der Osterzopf, diesen Hefezopf, den kennt ihr ja bestimmt. Der hat ja drei Stränge. Da könnte man jetzt sagen, die stehen für die Dreifaltigkeit, also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber sowas gab es auch schon bei den Kelten, beziehungsweise bei den anderen Naturvölkern. Denn die haben natürlich, wie gesagt, mit der Umwelt und mit allem gelebt. Und bei denen gibt es eine andere Dreifaltigkeit. Die waren halt, anstatt wie wir, ja, männlich geprägt, waren die weiblich, also matriarchal geprägt. Das bedeutet, dort war praktisch die Frau ja, mehr Sinnbild des Göttlichen als der Mann, also etwas anders als im Christentum. Und die Frau hat die Dreifaltigkeit, denn die Frau ist die Jungfrau, die Mutter und die Greisin. Also praktisch in allen drei Lebensstadien ja, bringt sie, ist sie versinnbildlicht als ein heiliges Wesen. Wie gesagt, es hat in diesen drei Stadien auch verschiedene Qualitäten. Zum Beispiel, die Jungfrau ist unschuldig, die steht für Freude, für Jung, für Leben, für, ja, dann die Mutter, das ist diejenige, die eben die nächste Generation zur Welt bringt. Die steht als Schöpferin des Lebens und als, ja, sie gibt eben Beschützerin, genau. Und dann die Greisin, die eben noch mehr die Beschützerin ist und die wacht aber auch. Also die ist praktisch die Verwalter, genau, die ist die Weise, die wird gefragt, weil sie Ahnung hat, weil sie halt, ja, weil sie... Oh. Wissens bewahren, ich bin falsch gefahren. Jetzt hätte es fast gekracht. Das ist halt immer das, ne? Wenn ich erzähle und gleichzeitig fahre. Genau. Also ist auch eine interessante Dreifaltigkeit, die da entsteht. Genau. Aber Ostern, wie gesagt, alles, was mit Ostern zu tun hat, auch die Eier zum Beispiel. Eier sind ja auch ein Fruchtbarkeitssymbol, denn aus einem Ei entsteht neues Leben. Also jetzt in dem Fall ein Hühnchen oder ein Gans oder also alles auch Tiere, die natürlich den Menschen wichtig waren, weil sie ihnen Nahrungsmittel geliefert haben. Eier, Fleisch etc. etc. Oder eben auch die Federn. Also was ganz Wichtiges. Und das Eierfärben, Das hat einen ganz interessanten Hintergrund. Das ist auch nicht so besonders, wie soll ich sagen, ist nicht besonders lecker. Also ursprünglich kam die Tradition des Eierfärbens. Die Eier wurden rot gefärbt. Und die wurden rot gefärbt mit Menstruationsblut. Das war der Ursprung. Also die Mädchen, die das erste Mal ihre Regel bekommen haben, die haben das Blut benutzt, um eben das Ei zu segnen und ja, das ist relativ strange. Das können wir heute halt nicht mehr verstehen, aber vielleicht ist es in 100 Jahren genauso, dass die Leute über uns so denken und unsere Bräuche, ja. Also es ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Genau, und das zeigt halt, dass ganz, oder dass viele dieser Feste, die wir eben im Jahr feiern, ganz andere Ursprünge haben, aber natürlich auch ihre Richtigkeit in den Religionen, die sie übernommen haben, ja. Also ich will jetzt keinem sagen, hier, ja, das nur weil die Christen das nicht erfunden haben, ist es falsch. Denn der Hintergrund ist ja genau derselbe. Also man versucht, man betet auch an Ostern für eine gute Ernte, ja. Also das ist ja, es ändert sich ja nichts mit dem, was erreicht werden soll, sondern der einzige Adressat ist ein anderer, wenn ihr so wollt. Und das finde ich so wichtig generell. Alle unsere Religionen, alles, was uns ausmacht, ja, an Kultur, an das, was wir sind, das hat so viel Gemeinsamkeiten, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, sich darüber zu streiten, wer das Richtige glaubt. Ja? Ist zumindest meine Meinung. Weil, wie gesagt, also das lässt sich ja so weiterführen.
Weihnachten ist zum Beispiel bei den Kelten das Julfest gewesen. Das mit dem Baum, das war auch keine christliche Erfindung. Da können wir aber ein andermal drüber reden. Aber ihr versteht, was ich sagen will. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den müssen wir dann auch ansprechen. Wenn wir schon über keltische bzw. heidnische Feste reden, ist, leider werden diese Sachen auch instrumentalisiert von Leuten, die... Oh, da schwindet die Polizei. Also hier in Polen ist alles voller Polizei. Beziehungsweise es könnte auch, das könnte, wie heißen sie bei uns in Deutschland, diese Kontrolle von Lastkraftwagen sein. Ja. Genau, auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau. Die Leute, die das missbrauchen. Und zwar, das sind so rechte Parteien. Zum Beispiel habe ich, als ich eben nochmal nachgeschaut habe, über was ich zum Beispiel rede, da kam ich auf Ostern, dann dachte ich, guck's mal, was du so findest noch. Habe ich gesehen, die NPD hat eine Seite, wo sie über Ostern reden. Also Ostara, nicht Ostern an sich, sondern wo sie das einfach näher bringen wollen. Weil sie dieses, muss jetzt Bialystok, ja, hier müssen wir ab, wo sie einfach Leute abholen wollen, die sagen, wir wollen mit dem Christlichen nichts zu tun haben und wir besinnen uns auf das ursprünglich Germanische, denn da kommt genau das Problem ins Spiel. Das war natürlich auch das, was Hitler gerne gesehen hätte. Beziehungsweise Hitler direkt war ja, glaube ich, gar nicht so gläubig, was die verschiedenen Sachen angab. Da waren so ein paar seiner Gehilfen, die eben dachten, sie müssten das instrumentalisieren. Und das ist eben bis heute leider so. Dass, oh, hier ist Bahnübergang, aber es kann niemand, passt. Dass das eben, ja, wenn ihr euch über so Sachen informieren wollt, was ja gar nicht verkehrt ist, denn es ist nie verkehrt zu wissen, wo sowas ursprünglich mal herkommt, dass ihr eben aufpassen müsst, auf welchen Seiten ihr da landet. Und dass es eben leider nicht so unschuldig ist, ja, wie man gerne möchte. Also, ich finde einfach eine Weltanschauung, sowas wie... was da die Nazis machen, ja, das eben zu verbinden mit einer Religion. Staat und Kirche sollten getrennt werden und das gilt in dem Fall genauso. Also ich finde halt, das ist halt eine relativ grenzwertige Sache. Die versuchen einfach alles abzufischen, was sie kriegen können und die versuchen da ein falsches Gemeinschaftsgefühl zu generieren, ja, was in meinen Augen da nicht hingehört. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Kommen wir nochmal auf Ostern zurück, beziehungsweise auf ein riesiges Unding, was ich einfach zu Ostern ganz, ganz, ganz schlimm finde, ist, als ich klein war, Kind, da gab es zu Ostern ein paar Eier, ein paar Süßigkeiten und vielleicht mal ein Comic oder so. Ja, das war im Osterkörbchen, oder? Und heute ist Ostern zu so einem zweiten Weihnachten verkommen. Da werden Konsolen verschenkt, hier Playstations, da werden, keine Ahnung, Computer verschenkt, da werden Handys verschenkt, also Elektronik natürlich generell. Und ich finde, das ist vollkommener Unfug, weil das hat da nichts zu suchen. Wie gesagt, es geht hier um Versinnbildlichung von dem, was auf uns zukommt. Und einfach, dass man sich mal klar macht, dass wir eben, also dass wir alle diesem Kreislauf ausgesetzt sind, ja. Und es hat nichts damit zu tun, ja, das ist wieder diese Kommerzialisierung von einem Fest. Keine Ahnung, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Also ich finde, an Ostern gehören keine teuren Geschenke gemacht. Erstens, wie gesagt, weil natürlich die Erwartungshaltung steigt. Also wenn man einmal ein großes Ostergeschenk gekriegt hat, dann erwartet man im nächsten Ostern natürlich wieder ein großes Geschenk. Und zum anderen, weil es, wie gesagt, es gehört einfach nicht dahin. Also es hat an Ostern nichts zu suchen. Ich finde auch an Weihnachten sind große Geschenke, grenzwertig. Also es ist, Weihnachten ist aber noch eher der Zeitpunkt, wo man sich so große Geschenke machen kann. Aber es ist halt, weiß ich, was denkt ihr darüber? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Schreibt mir auch, was ihr zu Ostern bekommt, weil das interessiert mich natürlich auch. Können wir gerne noch ein anderes Mal drüber reden.
Und wenn ihr einen Vorschlag habt, über was ich mal reden soll, dann könnt ihr das machen. Entweder hier unten in den Kommentaren, auf Twitter, auf Facebook, Hashtag PixelRoad. Und ja, meine Lieben, ich fahre jetzt noch hier ran. Wir sind mitten in Polen, mitten in der Nacht. Und ich lege mich schlafen. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Osterfest. Und ja, bis dann, meine Lieben. Tschüss.